Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir mal wieder auf einen anderen YouTuber. Und zwar auf den lieben William. Wer ihn nicht kennt, er macht so Animationen, so ungefähr wie ein Holzkopf. Und ich würde einfach mal sagen, wir gucken mal rein. Das Video heißt, als Asiate in Deutschland aufwachsen. Viel Spaß mit dem Video. Jeden Sonntag live um 16 Uhr. Als ich vor 2 Jahren zuletzt in Hongkong zum ersten Mal alleine unterwegs war, habe ich mich ein bisschen out of place gefühlt. Okay. Vielleicht lag es noch an meinen derzeit weißen Haaren, aber vielleicht lag es auch daran, dass ich von Chinesen umgeben war. Und obwohl ich selber Chinese bin, ist das was ziemlich Ungewöhnliches für mich. Wenn ich sagen müsste, ob ich mich mehr deutsch oder chinesisch fühle, würde ich sagen chinesisch. Aber wenn ich in China bin, fühle ich mich nicht chinesisch. Ja, okay. Und als ich das realisiert habe, es bin ich. Aber wie wir zu diesem Punkt gekommen sind, müssen wir weiter zurück zu meiner Kindheit. Jeder weiß, dass ich in Berlin aufgewachsen bin. Man denkt jetzt befüllte Stadt, aber meine Gegend ist sehr ruhig mit vielen alten Menschen. Okay. Willst du Candy haben, mein Van? Dazu sind sie sogar noch nett. Auf jeden Fall. Fall gibt es sehr viele Asiaten in Berlin, aber irgendwie ist meine Gegend fast leer. Deswegen bin ich aufgewachsen ohne Kontakt zu einem anderen Asiaten. 2 Grundschulen plus 1 Grundschule. Okay. Die direkt daneben war und 1 Mittelstufe. Und über die ganze Zeit kann ich mich nur an 2 Asiaten erinnern, zu denen ich aber keinen Kontakt hatte. Und während es jetzt gar kein Ding ist, weil Asiaten größtenteils ziemlich gefeiert werden, war es zu meiner Zeit ziemlich uncool, eine 3 Chinesen mit dem Kontrabass zu sein. Ihr wisst schon, die Zeit bevor K-Pop und Anime und Co. Mainstream wurden. In der Zeit musste ich paar Sachen kennenlernen, als ich auf mich alleine gestellt war. Wie zum Beispiel, dass jeder zum Frühstück Brot isst. Weird. Leute kein Anime gucken. Ja, stimmt. In ihrer Freizeit. Aber ich habe mich natürlich angepasst, damit ich nicht auffalle und alles versteckt. Dabei hatte ich aber noch ziemlich Glück mit meiner Klasse. Denn niemand hat es gestört, dass ich Asiate bin. Hey, endlich mal. Im Gegenteil, ich habe gepunktet mit besonderen asiatischen Snacks. Während jeder Geburtstag in meiner Klasse... Ja, das kann man natürlich auch machen, ey. So als Asiate zu sagen, hey, meine Kultur wird zwar probiert. Die Kinder Haribo oder so mitgebracht haben für jeden, habe ich das rausgeholt. Jeder wollte danach mehr. Die sind aber auch lecker. Die sind einfach lecker. Ich habe mich ein bisschen wie ein Dealer gefühlt. Mag mich mehr, du bekommst die. Kein besonders guter Dealer. Aber auch wenn alles gut mit meinen Klassenkameraden war, war ich nicht komplett von Rassismus verschont. Zum Glück waren es aber nur wenige handabzählbare Momente. Also bin ich im Vergleich zu anderen noch trotzdem sehr gut rumgekommen. Ja, glaube ich. Ein Moment war beim Nachhauseweg, als da 2 Kinder hinter mir waren und mich Chinese genannt haben. Ja, und? Und ich wusste natürlich, dass sie mich ärgern wollten. Deswegen habe ich das getan, um mich zu verteidigen. Weggeguckt, ignoriert und meinen Stolz runtergeschluckt. Ich weiß... Oh. Ich weiß nicht, was daran so witzig ist, jemand seine Nationalität hinterher zu rufen. Weiß ich auch nicht. Aber ich guess Kinder. Und ja, okay, ja, okay. Und zumindest war ich aber noch Chinese. Mir tut jeder Asiate leid, die nicht Chinesen sind. Ey, dieser Vergleich, ne? China, Mongolei, Indien, Türkei, Iran und so weiter. Nur kommen auf einmal Russland, alle. Und erklären müssen, dass es noch andere asiatische Länder existieren. Natürlich gab's... Boah, was mich extrem aufregt ist. Bist du Asiate? Asien ist ein Kontinent? Das frage ich wirklich zurück zu. Woher kommst du denn? Ich aus Deutschland? Ja, nein, ursprünglich aus Deutschland. Nein, wo sind deine Eltern geboren? Meine Mama. In Deutschland. Mein Papa. In Thailand. Ach, du bist Thailänder. Ja, habe ich gerade gesagt. So läuft das dann meistens ab. Das ist noch manchmal das Schlitzaugending, aber das hab... Oh. Ey, du scheiß Schlitzi. Ich denke mir immer so, ey, du scheiß Rassist. Hab ich auch nicht ernst genommen. Denn nee, nie. Diese Leute könnte man echt nie ernst nehmen, ey. Meine Augen sind groß. Nun war ich nicht unbeliebt, aber auch nicht besonders cool. Und neben meinem Charakter lag es auch sehr an meiner Herkunft. Denn zu der Zeit gab es kein... Oh, ich hab grad gedacht, hä? Eine richtige Asian Representation in den Medien. Mein einziges Vorbild war Jackie Chan. Ihr wisst... Ja, Jackie Chan. Alter, ich liebe ihn. Oder, wie heißt dieser Film? Street Tower? Oh Gott, ich weiß nicht, wie dieser... Film heißt. Nein, aber auf jeden Fall diese Serie mit Jackie Chan, wo er dann auch noch mit dem dunkelhäutigen dann Agent oder Polizist ist und dann da viele verschiedene Sachen machen. Oh, ich liebe diese Filme. Schon. Der Rush Hour Guy mit seinem... Ja, Rush Hour. Seine berühmten Line. What did you just say? What's up, my nigga? Und to be honest... What's up? Honest, er war wirklich der einzige Asiate, der im Fernsehen mal lief. Mir fällt spontan kein anderen ein, den ich als Role Model sehen hätte können. Aber noch mal kurz eine Frage. Gibt's einen schwarzen Asiaten? Wahrscheinlich, aber ich habe noch nie einen gesehen. Vielleicht Jet Li, aber seine Filme waren nicht kinderfreundlich genug. Also war mein Lieblingsschauspieler Jackie Chan. Ich war sogar stolz,
Die anderen gucken ihn so an und denken sich so, ist, dass ich den gleichen Geburtstag habe wie er. Auch wenn ich manchmal dafür ein bisschen aufgezogen wurde. Haha, der Chinese mag einen chinesischen Schauspieler. Und ich würde... Hä? Ist doch normal. Kann doch normal sein. Würde sagen, dass Hollywood schon eine ziemlich große Schuld dazu beiträgt. Wenn man Filme oder Serien gesehen hat, wo mal ein asiatischer Mann dabei ist, wurde er meistens lächerlich, weird, schwach und nerdig dargestellt. Ja, das stimmt tatsächlich. Oder wurde ganz ersetzt. Ja, das stimmt auch. Und als Asiate, Junge, klein, feminin, war ich nicht besonders beliebt bei den Mädchen in meiner Schulzeit. Und das hat schon... Oh Gott, auf einmal, wie die sich verändert haben, das hat mich ein bisschen erschrocken. Ein bisschen mein Selbstbewusstsein gekränkt als Kind. Auch weil meine Familie in Asien mich immer als Hübschling genannt haben, nahm ich es nie wirklich an und dachte nur, dass die es sagen, weil die Familie sind. Und verglich mich dann wieder mit dem westlichen Beauty-Standard und hielt mich für uncool, da meine Interessen auch nicht wirklich cool waren. Ich mochte Gaming, Anime, war nicht besonders gut im Sport und Musik kannte ich auch nur Anime-Openings. Deswegen... Ja, ist doch okay. Deswegen habe ich mir zu der Zeit immer gewünscht, kein Asiater zu sein. Hä? Was ist daran denn falsch? Natürlich ist es heute nicht mehr so und ich mag meine Kultur. Aber auch wenn ich stolz bin, ändert sich nichts an der allgemeinen Situation. Dass Asiaten immer noch nicht ernst genommen werden. Problem ist, ich kann mich selber nicht ernst nehmen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Da finde ich es gut, dass Asiaten immer beliebter werden durch Animes und K-Pop, kann trotzdem aber nicht akzeptieren, was alles passiert ist. Goku ist weiß, Otoko ist weiß, Your Name bekommt eine Hollywood-Live-Action-Remake, dieser Fox-Eye-Trend, positiver Rassismus, wo Leute zum Beispiel nur jemanden daten, weil sie Asiaten sind, vor allem Koreaner sind davon betroffen wegen K-Pop und das ist kein Joke, manche denken, dass Koreaner adlige Asiaten sind. Was? Aber genau als asiatischer Stuff cool wird, trifft uns eine Pandemie und komplett alles wird vergessen. Und ich wurde auch nicht verschont, weder im Real Life oder mit... Covid, Gott, nicht wirklich. Aber naja, los das Leben. Oh mein Gott, nicht wirklich, ey. Bei mir war es tatsächlich nicht so, dass man mich gesehen hat und mir gesagt wurde, Covid-19. Das war bei mir tatsächlich nicht. Es hat tatsächlich das Leben eines Asiaten sehr gut beschrieben. Ich fand es ein bisschen schade, dass er, sag ich jetzt mal so, sich ein bisschen verloren hat. Oder sich nicht mehr so richtig selber vertraut hat, so wie er damals ist. Bei mir war das auch so. Ich habe auch erstmal gedacht, okay, wer bist du überhaupt? Aber das war so die Zeit, wo man sich, sag ich jetzt mal, das hört sich auch komisch an, sich selber entdeckt hat. Jetzt aber nicht irgendwie geschlechtsmäßig, oh mein Gott, nein. Ich meine, so selber als Person vom Charakter her, muss man das auch erstmal selber einschätzen können und so. Und ich glaube, ich habe das jetzt schon tatsächlich sehr, sehr gut herausgefunden. Ich habe aber auch ziemlich früh angefangen, mich zu hinterfragen. Nicht zu hinterfragen, oh mein Gott, sondern zu sagen, ja, okay, wer bin ich? Was machst du? Wie ist dein Charakter? Und so weiter. Sowas, ne? Also, ich habe nicht meine Person hinterfragt oder so. Aber das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, seid ihr wieder aktiv. TikTok, keine Ahnung, wo ich wieder aktiv bin. Ciao. Ich bin Santi.